Mein Name ist Larry. Ich mache Musik, ich schreibe Songs und singe sie dann auch. Musik im täglichen Leben bedeutet eigentlich irgendwie alles: Entspannung, Rettung, Loslassen und irgendwie zu sich selbst kommen. Ich höre voll gerne Nick Cave. Ich glaube, die meisten erwarten, dass ich hauptsächlich Jay-Z höre. Ich höre am liebsten Musik zu Hause, wenn ich alleine bin. Nicht so, ich lese ein Buch und höre Musik, sondern ich höre gerne Musik und lege mich irgendwie einfach ins Bett und starre an die Decke. Die Musik, die ich höre, sagt auf jeden Fall immer was darüber aus, wer ich gerade bin oder wer ich gerade sein will oder wo ich gerade hin will, was mich beeindruckt, was mich inspiriert. Ich habe eine Playlist mit den ganzen Songs, die meine Familie gehört hat oder die mich an zu Hause erinnern. Da ist viel so The Doors und Janis Joplin und Led Zeppelin, so die Richtung. Das ist so die Playlist, die ich immer höre, wenn ich Heimweh habe. Ich identifiziere mich irgendwie darüber, auch was für Musik ich höre, was ich schätze andere Menschen danach ein, was für Musik sie hören. Deswegen ist es voll wichtig für mich, Musik zu teilen und auch zu wissen, was andere Menschen um mich rum so hören. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du wirklich im Studio sitzt und du hast dir so viel Mühe gegeben mit dem, was du da machst und jede Kleinigkeit ist für dich wichtig und dann hört das jemand auf seinen Handy-Lautsprecher. Das bricht dir halt einfach das Herz.